Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ja, ich bin heute wieder mit Dusan Galkin unterwegs, aka Headless Chris. Grüß dich. Eine wunderschöne. Ja, und ihr seht, wir sind heute mal so ein bisschen als Sniper unterwegs. Das heißt, gar nicht so in die Offensive, sondern ein bisschen von Weitem, ne, und so. Das versuchen wir heute mal, denn ich habe zugeschlagen, ich habe mir den Schnitter geholt. Und wenn man jetzt hier mal guckt, ja, dann hat der hier unten schon sehr viele Scharfschützen-Eigenschaften ausgerüstet gehabt. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir das. Ne? Hab mir dann hier den Meisterschützen geholt, denn wenn schon, denn schon, ne, dann auch der richtige Scharfschütze und dann geht's los. Und ihr seht, ich habe auch andere mir noch zugelegt, andere Jäger, weil die gerade extrem im Angebot waren als DLC. Und da habe ich mir alle schönen mal geholt. Der zum Beispiel, die finde ich total schön. Finde ich total geil. Ja, total hübsch. Bin sofort verliebt gewesen in die Luz Mala. Ja, und die Kutter habe ich mir noch geholt. Ne, fand ich auch ganz cool. Ne, dann hier, cool. Wallace Klim, ne, den habe ich mir auch geholt. Ne, den alten Mace-Drogendealer. Oder wahrscheinlich, so, wa? wahrscheinlich ein Vorfahre von Wallace Klim, ja, wer weiß. Ne, auf jeden Fall heute werden wir mit den Schnitter reingehen. Aber wie gehabt, ne, keine Angst haben, einfach rein. Wenn er weg ist, ist er weg. Ne. Und ich habe mir mal so ein bisschen auch Sachen ausgerüstet wie Stacheldraht-Stolperfalle und Stacheldrahtbombe. Ne, mal so ein bisschen gucken, ob man da was mit machen kann. Ne, Feuer, Rauch, alles, was man so braucht. Und hier eine Caldwell Conversion Uppercut. Die habe ich mir auch noch genommen. So, und damit gehen wir jetzt rein, würde ich sagen. Jo, alles klar. Are you ready? Bereit. Yes, of course. Du bist bereit, na gut, los geht's. Ja, ich bin bereit. So, es ist helliger Tag hier im Land der Verwesung. Und wir haben Bock. Yes. So, wir schauen mal. Ich würde sagen 195, oder? Oder 210 bei dir. Oder waren wir 240? Weiß nicht. Wohl 240 könnte eher so cross sein zu anderen, ne? Ja, ich würde sagen 195. Oh, hast du das gerade gehört? Ja, was war das denn? Ich habe keine Ahnung, aber das hört sich gut an. Das war ein Schrei. Wir könnten übrigens das Krokodil haben auf dem Server, ne? Stimmt, ja. Der Schnitter. Der Schnitter. Auflösung oder Grafik auf dem Boden ist nicht so. Nö, stimmt, hast recht. Es kommt von irgendwo links. Ja, ja, ich glaube, das sind irgendwelche. Hier sind irgendwelche Tiere, irgendwelche. Na, sag schon. Monster, Zombies. Ja, Hunde könnten das sein. Tatsächlich. Ich würde gerne nicht hier über die Straße gehen, sondern eher so hier lang. Ja, okay. Ich würde ganz kurz mal in das Gebäude reingucken. Ja. Vielleicht haben wir ja was drinne, was Schönes. Ah, nur Munition. Und eine Musikbox. Ah ja. Da wird schon geschossen wieder. Haben hier. Ja. Alter, was ist denn da los? Ja, die geben schon Vollgas. Da sind wahrscheinlich schon zwei aufeinander getroffen, vermute ich mal. Wahrscheinlich, ja. Yeah.
Ach du Scheiße. Oh. Hast du sie? Oh, hier ist rot, der Hinweis. Okay. Zumindest sah es gerade so aus. Ich höre ihn nicht schreien. Den Hinweis. Du hörst ihn nicht schreien. Schreit er sonst? Ich würde mal hingehen und den machen. Oder hast du die Ich Schlange habe nicht ich hab ihn gemacht. Ich habe ihn gemacht. Ah ja, okay. Na, dann ist gut. So, dann jetzt ist Richtung 240, wa? Aber das ist ein Immogator. Ich würde ganz gerne. Den können wir doch wegnatzen. Okay, gut. Kloppen wir weg. Aber da ist hier auch wieder die Dingsmutter. Die Omi, ne? Ja, soll ich die wegknallen? Ja, ja. Ach so, ja, gut. Oh, da sind Raben hochgegangen da hinten. Ja, das ist normal. Wo? Das ist aber normal. Die Raben, die hast du gerade aufgeschreckt. Ja, die waren aber weit weg. Also die waren eher so in der Richtung da hinten. Also ja, ja klar, weit. die sind. Genau, die sind von da aus auch losgestartet. Na gut, okay, wenn du das sagst. Gut, gehen wir mal hier lang erstmal. Lass uns mal ins Feld reingehen. Du sagst, das ist 240? Oh ja, sind drei Stück, okay. Go. Fetzo. Meine Güte. Man kann aber auch nicht sehen, welcher hier unten auf dem Boden. Christian, der Ast ist wieder unterwegs. Ja. Cracket Est. Ja, 240. Warte mal, haben wir den, ne? Nee, ich dachte Schritte, aber das ist ein Zombie, glaube ich. Der kommt von rechts. Nee, sind Hunde. Also weg hier. Oh, ich glaube, die haben uns. Ich hoffe, sie kommen hier nicht durchs Feld. Geh kurz reingucken, ob was drin ist. Nee. Mein Eisermach. Guck mal ganz kurz hier oben in den Glockenturm. Ja, soll ich gucken, oder? Ja, ich kann es auch gucken. Ich habe ja die... Ach, du hast ja auch ein Scharfschützengewehr, ne? Ja, genau. Ja, sieht aber frei aus. Ja, denke auch. Gut, dann gehen wir mal hier rein, ne? Ja. Da in das Gebäude, oder? Na, hier in den Komplex, ja. Da sind nämlich unsere nächsten Hinweise. Okay. Na komm her. Lass ihn runterkommen. Ich hab mal einen auf die Rübe gegeben. Naja, schön gesehen. Wieder ein Immogator da hinten. Oh, Hund gebellt. Wo? Oh. Ich glaube, aus der Richtung, aber sicher bin ich mir nicht. Nee, da. Oh, Scheiße. Na? Eine Oma. Sehe keine Hinweise mehr. Siehst du Hinweise noch? Nee, sind ja auch oben. Der wird ja auch schon verbannt. Und zwar da unten.
Wollen wir da hin? Ja, also ab nach Süden. Was denn los? Ach, Oma links. Wollen wir nicht? Oma. Auto Tempel. Übrigens hat neulich einer in die Kommentare geschrieben oder mich gefragt, ob ich immer nur dahin gucke, wo mein Zielfernrohr hingeht. Ja. Nein, mache ich doch nicht. Ich gucke schon woanders hin. Eigentlich gucke ich nie dahin, wo mein Zielfernrohr hingeht. Ich gehe eigentlich immer komplett über den Bildschirm, aber man sieht da trotzdem nicht alles. Hört das Feuer irgendwann auf, oder? Ja. Oh, schon wieder so eine Oma. Ey, wir haben aber ein Glück. Wir haben gerade richtig die blöden Gegner mal hier vor uns. Wann hört denn das Feuer auf, meinst du? Gute Frage. Schaffst du da irgendwie dran vorbeizugehen? Ne, leider nicht. Es brennt irgendwie komplett über die ganze. Oder du springst schnell durch und löscht dich sofort. Na gut, ich versuch's. Mit F dann gedrückt halten, ne? Ah, hat geklappt. Gut, wunderbar. Vorsicht, hier war die Oma, der linken Seite. Ja, wir gehen hier dann vorbei. Oh, die können ja, wir brauchen ja bloß nach links gehen. Ja, ich glaube, die sind auch gleich schon raus. Vermute ich mal, da schaffen wir nicht mehr. Da wird zwar noch wild gekämpft, aber wir gucken einfach mal. Ja, da wird noch wild gekämpft. Ich glaube, die Chance sollten wir nutzen. Ja. Das war Nummer 3. Aber du läufst ja auch immer vor, meine. So, los. Gut, alles klar, los geht's. Hat Schattensicht noch, ne? Denk dran. Nee. Oh, hier liegt ein Jäger. Wesley Snipes. Okay. Schon mal auf die andere Seite.
Ja. Damit wir denen so ein bisschen den Weg abschneiden können, theoretisch. Warum brenne ich eigentlich? Brennst? Achso, ich bin durchs Feuer gelatscht. Ich Vollidiot. Oh ja. Was, auf dich oder? Ja, aber er hat mich nicht getroffen. Also war ein schlechter Schütze. Okay. Weißt du von wo? Ja, von da. Aha. Da liegt auch noch ein Jäger. Mich auch. Ah, der hat halt Schattensicht, ne? Bist du gerade drin? Merkst das halt. Ja, auf alle Fälle, ja. Bist du, sind wir jetzt zwischen Ausgang und dem? Ja. Ich werde mich mal ein bisschen weiterhin positionieren, Ja, mach mal. damit, weil ich ja einfach, weil ich ein super Scharfschützengewehr habe. Einer Der geht so ein Schatt. bisschen drumherum, siehst du? Nee, ich habe noch nicht geguckt. Warte, ich gucke aber gleich. Oh, Scheiße! Ja, hier, bei mir ist er. Direkt bei mir. Direkt bei mir. Alter! Direkt bei mir. Du musst sofort handeln. Da ist einer. Du musst sofort zu mir. Der ist direkt bei mir. Ja, ich weiß. Aber der ist hier gerade gelaufen. Ich hab's gehört. Hinter der Wurzel praktisch. Scheiße. Alter. Aber dann hat der auch Schattensicht gehabt. 100 Pro. Ja, Weil der sieht der super wusste ja gut. sofort, wo du kamst. Ja, na, und mit der Cardwell rüber, mit dem Schrotgewehr, Quatsch, Ja, mit dem. dafür ist ein Schrotgewehr halt auch tipptopp, ne? Ja. Schade. Boah, Ja, krass. ja, ja, ja. Ich meine, der hat sich nicht Ah. bewegt. Nee, nee, ich habe den auch echt War. zu spät gesehen. Also, das war, ich habe da überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass da einer ist. Also. War das einer? Ja gut, der hätte Blitze haben müssen eigentlich, ne? Nein, es kann sein, dass das einer gewesen ist von denen. Aber ich bin mir da nicht so Ah, sicher. Hundertprozentig ich weiß ich habe es halt nicht. gerade noch gesagt, ich gucke gleich. Ich hätte es mal gleich machen sollen, ne? Mann! Ah, ja gut, Freunde, aber so kann's gehen, ne? Und wir gucken uns mal, würde ich sagen, das Ergebnis an, was wir hier noch rausgezogen haben aus dem Ding. Und dann, ja, suchen wir uns einen neuen Hunter aus und gehen in der nächsten Episode wieder rein. Aber erstmal schauen wir an, was wir jetzt zumindest noch ein bisschen was rausgezogen haben hier. Wenn es nicht nur Punkte sind. So, komm, was haben wir denn? Was haben wir denn gekriegt hier? Naja. Geht so. 12 Monster getötet, einen Hinweis gefunden und ich bin tot. Jo Leute, dann vielen Dank, lieber Chris, und bis in der nächsten Episode. Macht's gut, tschüss. Bis dann, ciao, ciao.